Vergleich dreier Röhren, die RL-12P50 von der ehemaligen deutschen Wehrmacht, produziert für das Heer 1939, die LS-50 von der ehemaligen deutschen Wehrmacht der Luftwaffe sowie der sowjetische Nachbau, die GU-50 von ca. 1900, also produziert 1949 oder entwickelt 1949. Wir fangen an mit der RL 12P50. Das war ursprünglich eine Kleinsignal-Senderöhre. Für den Kurzwellenbereich. Die Röhre hat, wie damals für die Wehrmacht üblich, einen speziellen Sockel. Das Heer, die Luftwaffe und die Marine konnten sich irgendwie nicht wirklich entscheiden und jede der drei Sparten hat ihre eigenen Röhren in Auftrag gegeben. Meistens bei Telefunken, Lorenz oder Valvo. Und jeder kochte sein eigenes Süppchen, obwohl teilweise dieselben Röhren produziert wurden. Die Röhren sind teilweise auch sehr stark identisch, abgesehen vom Gehäuse, der Sockelung bzw. der Kolbenform. Diese Röhren wurden nach dem Krieg auch umgesockelt, meistens auf Stahlröhrensockel. Das Typische an der RL-12P50 ist der Kolbendom, der einen dritten Anschluss enthält. Wobei dieser Anschluss ist kein Anschluss, sondern wurde zur mechanischen Stabilität benutzt, um die Röhre festzuhalten. Also um zu verhindern, dass die Röhre während des Betriebs aus dem Sockel fällt. Die RL-12P50 hat einen Anodenstrom von ungefähr 130 mA bei regulär 300 Volt, kann aber Spitze 1000 Volt vertragen für kurze Zeit. Sie wurde auch in Niederfrequenzverstärkern eingesetzt und hat eine Sprechleistung, also NF-Leistung von ungefähr 18 Watt. Die HF-Leistung ist ungefähr 35 Watt. Die Röhre selbst ist luftgekühlt. Und sie wurde 1940 ersetzt durch die LS50. Ja, die kann man auch kurz zeigen. Diese Röhre wurde produziert in der 10. Woche 1942. Bei der LS-50 für die Luftwaffe hat man ein etwas anderes Konzept gewählt. Diese Röhre wurde in einen Käfig eingesetzt, um die Röhre während des Betriebs zu wechseln, also das heißt während des Betriebs, um die Röhre einfach wechseln zu können. Dafür wurde die Röhre mit einem Schraubknopf versehen. Beim sowjetischen Nachbau sah das so aus. Fokus, um die Röhre
ziehen zu können und somit schnellstmöglich austauschen zu können. Ich fange mal mit dem Sockel an, der Fassung. Die Fassung selbst ist aus Keramik. Röhre. Die LS50 ist sehr ähnlich mit der RL12 P50, aber sie hat einen maximalen Anodenstrom von 800 Volt und maximal 50 mA Strom. Die HF-Leistung beträgt ungefähr 50 Watt, auch im Kurzwellenbereich, und sie wurde auch im Niederfrequenzbereich eingesetzt, also als Verstärkerröhre für Audio. Sie ist ebenfalls luftgekühlt. Wurde in der dritten Woche 1944 produziert. Die LS50 gilt als einer der am meisten produzierten Kleinsignalsenderröhren und wurde auch sehr oft, auch nach dem Krieg noch produziert, mit teilweise unterschiedlichen Kolbenformen, aber mit sehr ähnlichem System. Einer der bekanntesten Klone ist die GU50 aus der UdSSR. Zuerst den Käfig. Die Röhre ist nicht 100% kompatibel für den Käfig, weil es gibt eine kleine Glasführungsnase, die verhindern soll, dass die Röhre falsch gesteckt wird. Zu der kommen wir aber gleich. Der Käfig selbst hat auch zwei Federn, die die Röhre in der Position halten bzw. verhindern, dass die Röhre ausfällt.
Auch die Fassung ist aus Keramik. Die GU50 ist sonst von den technischen Daten weitgehend identisch mit der LS50. Diese wurde produziert ab ca. 1949. Nochmal zu sehen ist hier oben die kleine Führungsnase aus Glas. Die Röhre selbst ist eine Pressglasröhre. Das ist der besagte Knopf zum Ziehen der Röhre, weil die Röhren wurden in den Geräten eingesetzt und konnten über die Frontplatte entfernt werden. Deshalb die etwas komische Montageart. Und nach dem Einsetzen der Röhre konnte der Knopf abgeschraubt werden. Und somit war die Röhre dann sehr plan. Bei der sowjetischen Röhre ist der obere Bauteil aus Aluminium. Während die Telefunken-Variante etwas stabiler war. Hände, um die Röhre einzusetzen. Röhre wurde dann so gesichert. Auch in der UdSSR wurde die GU50 in sehr hohen Stückzahlen produziert und ebenfalls auch im NF-Bereich, also für Audioverstärkung, eingesetzt. Unter den HiFi-Freaks genießt sie auch einen relativ guten Ruf, was die angebliche Audioqualität angeht. Wobei hier wieder die Frage ist, was ist Audio und was ist ein Brüllwürfel? Gut, das sind die drei Röhren. Und bis zum nächsten Mal.